Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie eben schon erwähnt, die Story gefällt mir bisher sehr gut. Ich bin gespannt, was sich da noch für Plot-Twists haben. Denn jeder der Reiter erlebt ja zum selben Zeitstrang eine andere Story. Die wir ja am Ende vom ersten Teil erfahren, wissen wir ja, wie wir nachher aufeinandertreffen. Hier schon wieder. Welche Kapazität der Erholung der Neffin automatisch um ein? Was ich mich jetzt frage, ist das jetzt automatisch immer drinne? Ich sehe die Dinger nämlich nirgendwo. Heißt für mich, dass ich die ja jetzt automatisch benutze. Hoffen wir es einfach mal. Ne? Wir wissen am Ende des ersten Teils, dass die Reiter sich auf jeden Fall nochmal vereinen werden. Müsste dann ja automatisch mit dem vierten Teil passieren. Oder sie ziehen das Franchise nochmal richtig lang. Der vierte Teil handelt dann nur vom vierten Reiter, was er währenddessen erlebt, was hier irgendwo Sinn ergibt. Und den fünften Teil, das würde ich begrüßen, wäre, dass man ihn mit dem Reiter seiner Wahl spielen kann. Oh, das wäre großartig. Das würde ich mir wünschen. Irgendwie traue ich dem hier alles. Okay, da wurde nicht lang gefackelt. Das war ein nice, netter Angriff. Ist hier ein Bonus? Kann ich hier wieder hochklettern? Ja. Was bringt es mir denn? Interwasserfällen, wie wir wissen, sind meistens Secrets. Ah! Ja, so gut. Siehst du? Der Riecher funktioniert immer noch. Warum sollte ich da runtergehen, wenn da nichts ist außer einem Wasserfall? Da, also, Lavafall, Magmafall. Da musste ja irgendwas sein. Oh. Ich habe auf mein Leben nicht geachtet. Wow. Und im sechsten Teil gibt es das Prequel, dann folgt das Sequel und dann folgen die Reiter als Kinder und so weiter. Na, ich gehe mal nicht davon aus. Mehr als fünf fände ich echt übertrieben. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, der Dicke wird, denke ich mal, nicht mehr da sein. Ist mir jetzt auch gerade so hoch. Wir rennen da mal gerade durch. Der Dicke steht da tatsächlich hoch. Okay. Ey, du altes. Okay, die explodieren also. Da wird das wahrscheinlich das eben gewesen sein, was mich umgebracht hat. Dass die Säcke explodieren. Anders kann ich mir das jetzt auch nicht erklären. Okay. Es verhält sich echt komplett anders als die anderen Darkseiders. Aber ich sag mal, ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht anders gewesen wäre. Denn das war ja bisher auch immer so ein bisschen die Sache. Die Darkseiders-Teile haben sich bisher immer alle anders. Ja, und ich weiß mein Leben. Ah, und die Erholung der Nephilim? Okay. Wir können jetzt drei tragen. Schön, dann war das vorhin doch sinnvoll. Dann steigert sich das automatisch. Ja.
seine Vor- und Nachteile. Wurden wir eben dran gestorben? Ah, hier unten, ne? So, wo ist der Sack jetzt? Habe ich eben einfach noch nicht aufgepasst, okay? Ja. Warum halte ich mich denn nicht fest? Ich müsste mich hier doch festhalten. Ah, ich war zu hoch gesprungen. Alles klar. Na dann. Weiter geht's. Kann ich hier was bedienen durch? Nee, oder? Ah, ich hatte kaum Leben. Naja, da habe ich mal wieder verpeilt drauf zu schauen. Ein bekanntes Phänomen. Deine armen, verlorenen Seelen scheinen eine Bestimmung gefunden zu haben. Freut dich das nicht? Yeah! Der Charge funktioniert schon mal. Sehr nice. Oh, da hat sich was aufgetan. Schön. So, hier wird doch sicherlich auch noch was sein. Das sind auch nicht 5000 Objekte, die nicht umsonst kaputt. Ah! Wir haben ein paar Menschen wieder gefunden. Oh, doch so wenig. 7 bis 8 nur. Oh, okay, da war ich vorhin einfach nur greedy. Ne, wir haben keine Menschen gefunden, wir haben einfach irgendein Objekt gefunden. Und einen Hebel. Wofür ist der? Ah, super! Ah, da. Oh, da hat sich doch eine Tür aufgetan. Alles klar. Jetzt sag nicht, das Ding ist wieder runtergegangen. Ich dachte schon, das klang so, als wäre die Tür wieder runtergegangen. Ich will mir auch ganz bewusst mein God-Mode in dem Sinne aufbewahren für einen dickeren Gegner. Aber es gibt nachher sowas wie Life-Drain-Waffen. Die wären auch super hilfreich. Weil zumindest ist irgendetwas, was eine Drain-Funktion hat. So, was habe ich denn jetzt hier Schönes mir freigegeben? Freigeschaltet. Die Erde hört nie auf, mit ihrer Vielzahl an Abscheulichkeiten zu beeindrucken. Ich dachte, sie wären alle vernichtet worden. Du kennst diese Dinger? Als sie noch frei herumzogen, nannten wir sie die Auserwählten. Okay, ist das jetzt hier ein Bossfight? Ich darf die Dinger echt nicht unterschätzen, ne? Ich krieg davon echt den Arsch versohlt. Mein lieber Scholli. Gut, dass wir keinen Deathcounter haben, aber... Also wenig ist es nicht. Und jedes Mal durch die Gegner-Horden hacken, habe ich auch keinen Bock drauf. Das heißt, wir werden... dementsprechend nach immer passend weiterziehen.
Außer den hier. Den werde ich machen, damit ich in der Übung drin stehe. Ja, habe ich gerade. Da krieg ich auch nichts für, ne? Gar keine Belohnung oder so. Gar nicht. Wofür auch? Ist ja nur ein dicker Gegner. Das war dumm. Okay, ich habe gedacht, ich regeneriere noch schnell genug. Warum sollten die denn eine Belohnung geben? Nee, irgendwelche Seelen halt, ne? Das wäre ganz nice gewesen. Bin in einigen Punkten echt zu greedy. Muss dagegen was tun. Bin zu greedy. Besser ausweichen lernen, weniger greedy sein, weitermachen. Den will ich halt vernünftig, weil... Interessant, da lag ich jetzt einmal gerade auf. Besser. Und guck, der hat mir jetzt sogar Seelen gegeben, außer die kamen hier vorne von. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob, ja, wie schon vermutet, der erste Schluck Seelen mit, sehe ich gleich, 2000er Stack, den ich da hatte, der dürfte weg sein. Na gut, ist halt dasselbe Prinzip, ne? Ein bekanntes Prinzip. Oh, wenn du diesen Einfall, den du hast, um deinen Kram wiederzuholen, versaust, dann ist es weg. Gut, dann wissen wir zumindest jetzt, was uns erwartet. Außer, das liegt da jetzt gleich beim Dicken. Ich muss auch jedes Mal neu anvisieren, ne? Also eigentlich, da geht es weiter. Da oben, dicker Boss. Ist da irgendwo Wohlgrin? Müssen wir den Boss mal probieren. Bin mal gespannt, ob da unsere alten Seelen noch liegen. Okay, und damit bedacht. Oh doch, die bleiben liegen. Nett. Ich habe doch gerade noch Heilung gedrückt. Okay, wir werden jetzt bei dem Typen
einmal den Modus zünden, den großen. Der macht echt reichlich Damage. Mein lieber Schatz. Hab ich auch mal voll unterschätzt. Ja, also, ne, den Dämonenmod, den ich habe. Ihr seht ja, der ist die ganze Zeit aufgeladen. Ey, mein lieber Schatz. Stolzsam schwerer als die anderen Dark Souls-Teile. Dark Souls. Darksiders-Teile. Ernsthaft schubst er mich runter? Elendiger Lump. Naja, Freunde, Dark Souls sei das. Ja, in der, du lass es. Technisch ist es ja wirklich so. Dafür ein Dark Souls. Läuft. So, dann ziehen wir direkt durch. Keine Zeit. Keine Zeit für euch, kleinen Würmchen. Folgen die mir? Tatsächlich. Einmal um uns geschlagen, alles wieder sauber. So. Und jetzt zu dir. Okay, wir hatten schon einen gehörigen Boost drinne. Nehmen wir gleich den ganz großen. Ich habe gedacht, okay, wir machen den Zorn. Alter. Hätte ja nicht gedacht, ne? Danke. Gleich ein Schlag ins Gesicht. Iframe. Schauen wir mal gerade, was mir hier noch folgt. Ist er nicht süß? Eigentlich ist ja süß, dass er mir folgt. So, na dann. Das kriegst du jetzt richtig, Junge. Wie der einfach nichts kassiert hat. Okay, das sind anscheinend ganz bewusst sehr harte Gegner. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hat sie ja vorhin gesagt. Aber wow. Dass die so zur Sache gehen. Den werden wir wohl jetzt einmal durchskippen. Also den werde ich ein andermal machen müssen.
Alter Vater! Wird meine Seelen holen und mich verpissen. Ich hoffe, dass das hinhaut. Aber ich aber gar nicht, ey. Ich hasse es, vor Kämpfen davon zu laufen. Jo. In der nächsten Folge müssen wir was machen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.